Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video in F1 22. Heute möchte ich euch mal erklären, wie mein OSD, das steht für On-Screen Display, bei mir aussieht. Und ich möchte euch auch erklären, wie ihr die Elemente so verschieben könnt, Höhe oder Position, auch was Millimeterarbeit angeht und das mithilfe eines Controllers. Also würde ich sagen, here we go. So, wir befinden uns in Australien mit dem Alpine. Ich habe jetzt einfach eine random Strecke und ein random Team genommen und würde sagen, here we go. Auf zur Strecke, fliegende Runde, Start drücken. Wie kommt man zum OSD? Also im Hauptmenü geht das nicht. Das geht nur in Training, Qualifying, Rennen und Zeitfahren. Und Einstellungen, dann Bildschirmanzeige und da ist die OSD-Anpassung. Ein Zuschauer hat mir sogar berichtet, bei ihm gibt es keine OSD-Anpassung. Es gibt nur die Bildschirmanzeige und es gibt nur die Bildschirmanzeige-Cockpit-Ansicht, aber OSD-Anpassung findet er nicht. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber ich würde sagen, einfach mal das Spiel auf fehlerhafte Daten überprüfen oder vielleicht den Support anschreiben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich bin da leider nicht so ganz drinne. Aber Fakt ist jedenfalls, das geht ja mal gar nicht, also das habe ich auch noch nicht erlebt. Jedenfalls OSD-Anpassung und mein OSD sieht wie folgt aus. Ihr seht schon, ja, ist alles ein bisschen kleiner. Normalerweise sind die ganzen Elemente eher mehr so Richtung Fahrzeug. Ich mag es eher, wenn es Richtung Bildschirmrand geht. Und ihr seht auch, ich habe sie auch verkleinert. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Zum Beispiel hier. Ich habe nicht 100 in der Skala genommen, sondern 85, weil ich denke, mein Gott, also so groß muss es jetzt auch nicht sein. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, habt ihr alles bei 100 gelassen oder habt ihr sogar das Ganze noch verkleinert oder wenn sogar vergrößert? Lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren mal wissen. Und wie man halt in der OSD, das kennt ihr auch schon vom vergangenen Game. Übrigens, ist euch mal aufgefallen, Laps 6 von 52, Laps 4 von 30, Codemasters, was ist da denn los? Und was ist das hier, Codemasters? 1 Minute 80 Sekunden? Ist doch egal. Na jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, ihr könnt hier jedes einzelne Element so markieren, wie ihr es gerne haben möchtet. Und ihr könnt auch sagen, ja, nehmen wir zum Beispiel das MFD. Ihr könnt sagen, ja, ich hätte es gerne etwas kleiner, ich hätte es gerne etwas größer. Ich sag mal so, 80 reicht bei mir. Jetzt kommen wir mal zu etwas, da möchte ich euch mal zeigen, was ich vorhin gemeint habe mit perfekt einstellen. Objectives, als Beispiel, kann man nach links, nach rechts, nach oben und nach unten verschieben. Wow, ganz toll. Aber was ist mit perfekt einstellen? Ganz einfach. Diese Taste hier, genauer gesagt der Joystick. Das ist the key to go. Das ist der Grund, weshalb man alles Mögliche auf einen Millimeter genau einstellen kann. Übrigens, nehmt euch Zeit mit, denn es kann sein, dass euch das bestimmt hart frustet. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Und zwar, das jetzt mal Änderung verwerfen. Gehen wir nochmal zurück. Als Beispiel, wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, Laps und Drivername untereinander zu klatschen? Richtig, ungefähr 10 Minuten. Weil, warum mache ich das Ganze? Ich denke mal, ich habe in meiner Community vielleicht ein paar Perfektionisten. Ja, ich bin selber einer. Das Problem ist einfach, nehmt euch Zeit dafür mit, weil Grüße gehen raus an Jelka, Jor, der hat das nämlich hier live miterlebt, während ich hier wirklich versucht habe, das bündig untereinander zu bekommen. Aber probiert es einfach mal aus. Ich zum Beispiel habe auch, vielleicht habt ihr es schon gesehen, das hier, Safety Car, habe ich auf 56 runter. Warum? Weil ich nicht so einen gigantischen Banner in meinem Gesicht haben möchte, der mir dann sagt, Safety Car, ne? Also, das reicht, wenn es auf 56 ist. Und außerdem ist es auch bündig unterhalb des Rückspiegels. So, eine Sache noch, und das ist, glaube ich, mit einem Bug verbunden. Liebes Codemasters-Team, da solltet ihr auf jeden Fall nochmal daran arbeiten. Und zwar habt ihr ja gesehen, und zwar die Runde, die Rundenzeit, die Sektoren, beste Zeit, Zurückzeit und Delta. Jetzt denkt euch so, Mike, da ist deine Kamera drüber. Ganz genau, so ist es. Ja, Mike, und warum verschiebst du das nicht einfach? Weil ich es nicht kann. Draufdrücken und hier, ihr seht's, ich versuche es nach oben. Ich versuche es nach oben zu gehen. Es geht nicht. Ne? Und ich kann selbst mit dem Joystick, ich kann es versuchen nach oben zu bringen. Macht er nicht. Macht er nicht. Auch wenn ich A drücke. Nix. Er macht das nicht. Ja. Der ein oder andere Sherlock da draußen würde jetzt sagen, ja gut, Mike, aber du kannst deine Kamera auch so ein bisschen nach unten verfrachten. Na, geht leider nicht, denn hier befindet sich normalerweise meine Wheelcam. Und hier befindet sich normalerweise meine Pedalcam. Das heißt, ich kann nichts anderes machen. Und ich hätte es ganz gerne, dass Codemasters nämlich diese drei Sachen hier auf jeden Fall in Richtung FPS verschieben lässt. Das wäre echt super, denn ich saß da bestimmt 5 bis 10 Minuten dran und habe mir gedacht, okay, alles klar. Also ich kann das vielleicht hier, da,
Ihr seht schon, nach links und nach rechts lässt sich das Ganze verschieben. Nach oben oder nach unten lässt es sich nicht verschieben. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll, denn ich möchte das ganz gerne oben anpassen, denn oben ist noch reichlich Luft und da soll das Ganze auch hin. Bevor ich es vergesse, Grüße gehen raus an PatrickF1 Gaming, denn ich habe es beim besten Willen echt nicht verstanden, wie man zum Beispiel von Rennen auf Training oder Supercars-Einstellung kommen kann. Und der Trick ist wie folgt. Ihr müsst den Controller, beziehungsweise den Joystick, hier, den müsst ihr runterdrücken. Denn wenn ihr ihn runterdrückt, kommt ihr zum nächsten Abschnitt. Ja. Ich habe da mir gefühlt 10 Minuten einen Wolf gesucht und ich habe es nicht gefunden. Aber jetzt wisst ihr wenigstens Bescheid. Rechter Controller-Stick runterdrücken. Ja. Denn achtet mal jetzt unten links in der Ecke. Da steht ja Y-Filter normal. Und links davon, das soll wohl Training heißen. Das soll wohl Rennen heißen. Und das ist wohl Supercars. Ach nee, warte mal, es könnte ja Hot Laps sein. Das endet ja auf PS. Ich hoffe, dieses kleine, aber feine Video konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und das supportet auch meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao.